3, 2, 1. Come on, friend. Time to win. Come on, friend. Time to win. If you're with me, I'm with you. Schon 18 Uhr, holy shit. Ja, ich bin schon online. Alright, pal. Let's go change your life. Ist schlimm heute. Was ist schlimm heute? Die Zeit vergeht. Ja, weil das Spiel Spaß macht, ne? Das ist schrecklich. Ja. Level 7, okay. Das kann ja was werden. Weil das verbindet, vom Gunplay her, es ist ein bisschen schneller als Elysium etc., auch ein bisschen besser als PUBG, hat aber das Movement von Elysium mit dabei, ein bisschen sogar ein bisschen mehr, besser hier. Das ist eigentlich das Movement von Titanfall 2 mit weniger Komplexität tatsächlich. Bei Titanfall 2 konnten sie noch Double Jumpen und Wall Runnen und sowas. Da war es noch deutlich schneller. Tatsächlich. Also sie haben halt wirklich viel Titanfall genommen und das ein bisschen zugänglicher gemacht. Auch der Random ist Jump Master. Dude, can you give the Jump Master to us? Ich gehe direkt raus. Der hat nicht keine Ahnung, wie man Wave droppt. Ist jetzt schon. Der kommt nicht bis dahin. Der bleibt irgendwo an den Ecken vorher hängen. Tatsächlich haben erstaunlich viele Leute immer noch keine Ahnung, wie man Wave droppt. Das ist ziemlich krass. Ja, manchmal halt die. Ja, das halt irgendwie. Das muss man halt irgendwo mal nachgucken. Oder ausprobieren. Ich krieg da hinten hin. Ja, ich komm mit. Komm mal, geh aufs Nachbarhaus. Und geh auf das andere Gebäude. Ja, hab ich doch. Ja. Ja, vor, entspann dich doch mal. Sehen. Ninja, du dir sowieso wieder alles weg. Hab schon einen Rucksack gefunden, damit mir reinpasst. That's not nice. First blood on the enemy. Ja, kriegst direkt was dafür, mein Ninja-Stern ins Gesicht. Ein Stern. Ein Ninja-Stern. Ja. What a stern belief that is. Ich würde aber gerne eine Waffe finden, wie wär's ein Spiel? Nö. Rucksäcke habe ich hier noch und nöcher, aber keine Waffen. Alter. Spiel? You kidding me, right? Alter, ohne Mist. Ich hab hier alles an Aufsätzen, aber keine einzige Waffe. Bis jetzt. Eine Waffe! You don't say! Champion eliminated. What? A champion just oui. They must not be very good. Die droppen halt hot. Body shield here. Level 2. I need it. Noch ein WS denn? Hemlock hier. Die Hemlock habe ich da liegen lassen. So. Noch eine Hemlock. Habe ich nicht angesagt, weil ihr die eh nie haben wolltet. Ich weiß. Und wo liegt. Da liegt das Body Shield. Mein Body Shield. Unser Dude wird beschossen. Tschüss, Random. Schade, er ist mal bei uns gelandet, sonst hätte mir auch helfen können. Oder kann ich nicht hin, das ist mir zu blöd. Die finishen ihn sogar. Hat er verdient? Bisschen, ne? You and me now. Let's not die. I agree on that one. Yoshi, you should look up how to really drop. The key is wave dropping. Ich habe hier, da drin habe ich eine R300 liegen lassen. Ich habe schon eine R300. Du bist hier in der Mitte komplett durch, oder was? Ne, die südlichste Halle habe ich noch nicht. Hier ist eine Prowler. Gotta hop up here. Choke. Ultimate Accelerant here. Ah, kannst du was mitbringen? Nope, bin voll. Oui. Gotta hop up here. Choke.
Body shield here, level 2. Hm, machen wir denn jetzt? Brauchst du Light Ammo? Generell ja. Rings nearby, 1 minute till close. Wenn du welche übrig hast, gib her. Okay, du fragst. Das ist doch simpel. Fragst mich, ob du Light Ammo brauchst und machst da nichts, okay. Wait, ich hab die rausgeschmissen. Nee, hast du nicht. Also ich hatte sie rausgeschmissen, hat bei mir auch die Animation gemacht, aber... Hab ich nicht gesehen. Thank you. Frontline here. Wingman here. Ich leg dir Nummer 40 Light Ammo hin. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr mitnehmen. Doch, kann ich noch. Nice. Ich brauch's nicht, wenn nicht, dann lass liegen. Shotgun Bolt hier, Level 3. Ich hab ne Longbow und ne Spitfire. Ich brauch ein Spitfire Mag dringend. Ich hab eventuell auch ne Spitfire. Devotion hier. Igitt. Hier gibt es den Mod dazu. Wait, die Legimod? Ja. Devotion mit Legimod fast direkt daneben. Wie viel Ammo? Na, lag wie immer ein oder zweimal, glaube ich. Dann bringt das ja nichts. Machen wir die weg. Frag Grenade hier. Looks like a care package is coming in. Helmet hier, Level 2. Geh mal hoch gucken, wo es dann hingeht danach. Oh shit, wir müssen auf Skulltown wieder. Hast du einen Sniper-Scope zufällig? Wonderful. Ein Sniper-Stock? Das lag unten drin. Scope. Nee, Scope nicht, nee. Dankeschön, Noah, für den Follow. Herzlich willkommen. Hey, Follow. Der zweite Alert heute, der mein passend angepasst wurde. Komm, nicht so vorgestellt, rüber. Okay. Warum hättest du mich nicht so vorgestellt? Ja, und die Cam ausmachen, dann fühlst du dich vielleicht wohler. No! Du Bopfer! Du hast mich bestimmt gepusht, ja? Hier, du hast mich geschubst und so. War nicht negativ, alles gut. War nicht negativ aufgefasst. After squads left, no time to be tired. Oh, hier unten ist alles gelootet. Ninja Loot, on the way. Oh, den hab ich schon. Moment, da kommt noch was. Da oben ein Gegner. Ja, die werden gleich runterkommen. Hörst dich netter an, wie du aussiehst und macht vielleicht die Kapuze. Uff. 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 Sehe ich so fies aus. Die müssen aus, jetzt ja. Gleich runterkommen. Optics hier, mid-range. Okay, die hole ich mir. R301 hier. Got a hop up here. Skull Piercer. So, müssen wir hier gucken. Muss ich aufhören zu beleidigen. Voll der Gangster. Das ist einfach, das ist hier so schön wuscheliges, wuschelig Kapuzenfell quasi. Ich mag das halt. Ben Hume ist ein Dreierback. Wow. Ey, goofed. Ach komm schon. Kann ich hier an den Dingern hochlaufen? Kann ich nicht. Das ist ja übel ätzend. Das ist ja komplett ätzend hier. Ach man. Das ist ja schon fast Vollätzung. Das ist komplette Übervollätzung. Um uns bewegen eigentlich? Oh. Oder das?
Wo ist der Rest von ihm? Bin ich ganz sicher, ich glaube, da war gerade einer. Ne, war nicht. Ja, meint. Da hinten. Ja, hab's gesehen. So keine gute Visier auf die Entfernung. Ich hab auch nur einen Dreier. Ich hab einen Einser. Ist gedownt. Der andere ist da drüber. Hat gefressen. Finished. Good job, me. Whole squad down. Nice. Meinst du, whole schnell. Squad gefinished? Gedownt hab ich die. Hab ich. Also, oder? Stimmt gar nicht. Den letzten hab ich gemacht. Ja, gut, den letzten hast du gemacht, aber. Hab ich fast komplett gemacht, tatsächlich. Hier, Extended Light Mag, mega nice. Hast du jetzt noch einen Dreier genommen? Alla. Ach, warte mal. Ach, stimmt, das du brauchst du. Gieriges ja, Etwas. Das kann ich nicht bestreiten. Bist du eigentlich Programmierer? Ich arbeite bei LaVou. Das könnte sogar ein LaVou. LaVou. Könnte sogar ein Begriff sein, den meisten Leuten, die hier mal random ankommen. Warum? Warum die Frage? Nee, L-O-V-O-O. Dating App. Dating App in meiner Heimatstadt. Ja, ist ein Dating-Ding, genau. Lustigerweise habe ich, bevor ich das angefangen habe, nie was von denen gehört gehabt. Ich war da einfach im Bewerbungsgespräch, habe mir vorher mal die Website angeguckt, damit ich ungefähr weiß, was die machen und dachte mir dann so, okay, interessiert mich nicht. Aber ich habe mich dafür beworben über die studentische Arbeitsvermittlung. Und es hat funktioniert. Witzigerweise, die Leute, die das Bewerbungsgespräch geführt haben, die wussten auch nicht, was in der Ausschreibung stand. Ja. Das war ziemlich witzig. Ich sag dann so, wollt ihr eigentlich die Ausschreibung mal sehen? Oh ja, das wäre ganz gut, weil ich hätte eh ausgedruckt. Warum sitzt sie hier? Weiß ich auch nicht. Nee, tatsächlich, übrigens, die Zone kommt, Vincent. Ah. Brauchst du das? Den wollte ich aufgehoben haben. Ja, ist wieder gedroppt. Tatsächlich habe ich mich eigentlich für QA, also Quality Assurance, beworben. Also so Bug-Test. Ich hab davon schon drei Stück. Brauchst du noch mehr? Ja, ich hab's nicht voll gehabt. Ich hätte die drei gern gehabt. Danke. Ich habe mich eigentlich für QA, also Bug-Testing und sowas beworben. Aber mit meinem Hintergrund hat wohl die Personalabteilung das weitergeleitet an die Leute, die gerade ein neues Programmiererteam aufgebaut haben. Und deswegen wussten die nicht, was in der Ausschreibung steht, weil das war so, guck mal, der könnte besser zu euch passen als in die QA. Nach dem Motto. Ich mach mit deren App und Website, aber ich bin jetzt bei weitem nicht alleine. Die Firma ist über 100 Mann groß. Also, ja. Helmet hier, Level 3. Fucking Turbocharger. Hab ich auch schon einen Helm. Ja, ich auch. Bin komplett Level 3 equip. Ich hab meine Ult übrigens wieder ready und sind noch drei andere Squads. Und wahrscheinlich eins davon da hinten. Ich hab 6 Splittergranaten. Ich hab 4 Arcstars. Wollen wir ein Stack davon tauschen, weil Arx, das könnte ich brauchen. Hier ist ein Robo-Friend, den sie vergessen haben, wahrscheinlich oben drauf. Oder respawn die. Die Leute machen das zum Teil einfach nicht. Aber warum? Das ist Free Loot! Dumm sind. Free Loot! Sekunde, ich gebe mir den Ult-Charger. Tatsächlich habe ich zum Beispiel in letzter Zeit ganz viel an unsere Support-Website gemacht, wo unser. Da hinten wären noch drei Supply-Crates, die noch ungeöffnet sind. Hier war auch ein ungeöffneter. Das ganze Haus ist hier, glaube ich, ungeöffnet. Ah, guck mal. Da habe ich nämlich. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe gerade ein großes Visier und einen Lauf bekommen für meine Spitfire. Geh, ich renne jetzt eben dahin. Fuck it, ey. Bin so greedy. Greed tötet dich doch aber immer, Vincent. Ich weiß. Hui! Bin schon fast da.
Wahrscheinlich direkt rutschen sollen, wäre es noch besser gewesen. Oh, nice. Oi! Genau das letzte Ding, wo ich nichts hatte, egal, das habe ich schon. Weil es dir zu. Mechatronik ist dir zu Mathe, lass dich, du wirst auf Informatik wechseln. Also, wenn du in mathematischer Logik nicht gut bist, solltest du nicht auf Informatik wechseln, weil du Mathe nicht magst. Das ist unglaublich viel mathematische Logik. Also. Yeah, that's a mistake. Eher formale Logik ist es, glaube ich, was man das richtig nennt. Also, das ist nicht so viel Mathe im Sinne von Integrale und Rechnen und so, sondern eher im argumentierenden Sinne Mathe. Ja. Das ist noch eine Devotion. Mit 40 Ersatzmagazin, logischerweise. Problemlösung. Okay. Laufen wir hier links rum rein oder rechts rum? Rechts rum mit gefightet. Wir können theoretisch gesehen denselben Weg gehen wie beim letzten Mal. Ich glaube, wir können sogar fast hier, oder? Nee. Doch, mit der Ult schon. Ja, aber warte. Irgendwo da wurde gefightet, glaube ich. Ja, das auf die Knochen hoch, komm. Bin schon da. The ring is close. Oh, hier wieder weggepusht werden, ja. Kommt man nämlich relativ easy drauf, ne? Hier gibt's von. Das ist übrigens ein Drop. Ungelootet bisher. Und der ist gleich nicht mehr drin. Jetzt bin ich greedy. Please save me, Vincent. I'm greedy. Incoming care package. Oh, das war eine dumme Idee. Oder? Ne, war's gar nicht. Hier ist noch ein Medkit. Und du hast einen Legendary Helm jetzt. Das ist natürlich ganz sick. Das ist ganz sick, das hab ich dir aber. Komm ich hier hoch? Ich glaub nicht. Nicht ohne Ult. Aber 60% steht auf Ult. Ich hab wieder 80. Wenn ich hoch haben wir echt immer noch eine gute Posi. Tatsächlich haben wir hier sogar eine ziemlich geile Pose. Da kommt ein Drop da hinten. Ja, aber den sehen, können wir nicht einsehen. Wir können aber hier hochlaufen wieder. Hey, let's do that. Formale Logik geht schon, okay. Ja, muss halt wirklich viel formale Logik machen, ne? Die fighten, glaube ich, noch außerhalb tatsächlich. Vom Gefühl her. Nur zwei Squads. Ja, die haben gerade das letzte Squad eliminated. Die sind nicht hier oben, das heißt, wir sollten eigentlich jetzt echt suchen, wo die sind. Ich denke, die waren noch ein ganzes Stück weiter nördlich, gefühlt. Ja, wenig Deckung, das gefällt mir halt so gar nicht, das ist ein bisschen das Problem an dem Knochengeschütz. Ich geh lieber mal hier ein Stück runter, tatsächlich. Fuck it, bin greedy. Noch ein Legi-Helm. Oh, jetzt muss ich da hin. Ich glaube, ich finde es dreifach besser zu benutzen als das 2-4-fach tatsächlich, falls du es doch wieder haben willst. Dreifach ist auch besser für CQB geeignet als das 2-4er. Ja, deswegen ja. Die Spitfire will ich lieber das Dreifach da haben, glaube ich. Ich könnte nur noch hinter uns kommen, ne? Links rum. Das ist ein bisschen meine Sorge tatsächlich. Ja, sie haben ja wenig Übersicht tatsächlich, wo sie wirklich herkommen. Das ist das Problem an Skull City. Aber gehört habe ich sie vorhin im Norden. Ja, aber die können halt im Arsch der Welt inzwischen sein. Ich mal es probieren. Wie weit komme ich damit? Ach shit. Nee, du willst da nicht drüben auf den anderen Schädel drauf, der ist scheiße. Da unten laufen sie übrigens. Ich sehe sie. Warum will ich nicht auf den anderen Schädel? Wir können da aufs Dach. Ja, kann man machen. Das ist leise. Leise Schmeiße. Was? Leise? Sind schon unter mir? Ja, ich sehe sie direkt. Das ist uncool. Ja, ich hab die Antenne nicht bemerkt.
konnte nicht nach hinten wegbacken, leider. Just a scream. One second. Gott, Antenna blockt. Ja, wortwörtlich. Oh, der Axe hat gesessen. Der ist down. Der lag nämlich direkt neben meiner Granate. Hat übel low. Runtergegangen. Kannst du uns da hochbringen? Reloading. Jo. Hier. Oder du gehst halt einfach selber hoch. Reloading. Wir haben ja keinen Tango, ne? Knocked. Enemy down. Reloading. Für mir im Schild. Finish ihn. Du finishst jetzt alles. Ich maske mich ein Muesli. Ich hab den einen gefinisht. Noch der letzte. Einer fehlt noch. Der war ja hier vorne irgendwie, ne? Der kann da wieder überall sein. Der hier unter uns im Haus irgendwo war. Ja. Lass hier. Moment, wir können da rüber gehen. Folge. Not far from the ring, half a minute. Ah, ich seh ihn, da hab ich ihn gesehen. Richtung, die Richtung gelaufen. Ist der echt da drüber chillen jetzt? Ja, in dem Haus. Im Haus? Oh. Ja. 50 Damage. Salam. Wollen wir einfach pushen? Unter und pushen? Hier ist er nicht. Oh, er ist hier. Mit der, er lädt nach, er lädt nach. Hat eine IVA. Ich komm nicht rein. Ist raus. Geht raus hinten. Ach, Vincent. I'm fucking there. Ach, Vincent. Das war schon ein bisschen boosted von dir jetzt. Der hat nämlich schon ordentlich gefressen gehabt. Digga, frag mich nicht, der hat 3-4 Hits bekommen. Ist aber nicht umgekippt. Ja. Unser Random war gut. 85 Damage, weil wir beide 700 gemacht haben.